Und damit herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. In der letzten Folge ist ja Goal an einer komischen Medikamentenüberdosis gestorben. Und ja, Rufus, der gerade das Ying aufhebt, ist anscheinend wieder in der Hölle. Es ist ja... Warte mal. Was denn hier alles? Das ist die Hölle. Ja. Erwartet uns das nach unserem Leben? Die verbastelte Hölle. Schon. Ja. Das funktioniert anscheinend. Die merkwürdige Bodenplatte. So, jetzt bleibt das Licht hier wenigstens an. Konsole. Was haben wir hier? Knüppel? Feuer? Kreissäge? Splinter? Laserstrahl? Gott, wie war denn das? Eieiei. Das weiß ich nicht mehr. Der Laser fliegt wieder zusammen. Also der Knüppel kam zuletzt, das weiß ich noch. Der Laser kommt da. So. Erstmal einfrieren und so. Wo muss ich jetzt da dabei hin? Ach, hier ist ein Stromumkehrer, den habe ich ja gar nicht gesehen. Nehmen wir mal mit. Jetzt. Fließband? Mal gucken, was passiert. Das war's schon? Und eine Errungenschaft: täglich grüßt das Murmeltier? Was? Hat er gerade Scheiße gesagt? Was meckert ihr denn hier rum? Gehen wir mal ins Licht. Und das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. LOL. Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Das wüsste ich aber auch gern. Was machen wir jetzt mit dem Baseball? Richter? Kann man draufklotzen? Nimm das! Ich geh mal dahinter. Hey, du! Halt doch mal!
verstehen! Ich verlange Antworten! Der ignoriert ihn. So ein Mist! Jetzt krieg ich mal dahin. Ach du Scheiße. Wasser. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt und grün ist es auch nicht. Ne, ich nehm's. Ja, ich steck mir so einen Kanister in die Jackentasche. Freilich, Olivenflasche. Ölflasche eben. Ich bin ja normalerweise nicht zimperlich, was Altöl betrifft. Aber das hier ist schon ganz grün und stinkt nach Oliven. Ah, das kann nicht mehr gut sein. Das ist es, Olivenöl. Es gibt effektivere Methoden, um etwas kurz und klein zu kriegen. Ja, einfach mal alles kaputt sagen. Bohnensack. Auf dem Sack steht Sojabohnen. Aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Da steckt der sie alles in die Manteltasche. Tür. Auch das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Nee. Hau mal eben die Türe kurz und klein. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Raus. Jetzt gehe ich dahinter. Hey, hallo. Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nicht ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Cletus. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Ach so. Das erklärt natürlich einiges, wieso sich die drei so ähnlich sehen. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung, aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Okay, sieht man. Könntest du kurz... Nein? Auge. Ja. Warum hat der eine Narbe am Hals, wurde dem schon mal der Kopf abgehackt, oder was? Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Das sieht man.
Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Okay, jetzt stellen Sie immer mehr Fragen. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sex Appeal. Hoffnung. Ja, und Sex Appeal, nicht wahr? Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Tukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Okay, deswegen wurde Rufus nie schlauer und durch seine Unfälle. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Och, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Oh Gott. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Das Leben geht eben nicht weiter, es war alles umsonst. Podia ist verloren, genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Soll ich jetzt alles demolieren, Jola? Erstmal Hermes. Aua. Stahlträger. Tu es nicht. Hermes. Hey! Stahlträger? Lass das!
Warum ist? Das tut weh! Nochmal ein Stahlträger? Stopp! Und nochmal Hermes. Immer abwechselnd. Das soll keiner zu kurz kommen. Das tut weh! Und nochmal Stahlträger zum guten Ende. Nein! So! Jetzt bist du dran! Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht! Jetzt war alles umsonst! Na endlich, er hat's verstanden! Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Heul doch! Was? Oh, oh. Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Dachte, das war schon das Ende. Warte, tu's nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Huch. Ach so. Muss einen neuen Hermes bauen. Konsole. Hebel, Rufus, Knopf, Organon, Hermes, Hebel. Wo geht er denn hin? Warte! Alter! Nicht! Zum Mäuse melden. Ja, die eine da ist kaputt. Jetzt muss ich drei Hermisse machen, damit einer am Leben bleibt. Mmh, ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Na, lecker. So, Oliven. Hat man schon Olivenöl? Okay. Wow, noch mehr Olivenöl. Wow. Olivenöl. Wow, noch mehr Olivenöl. Bin ja normalerweise nicht simpel, aber das stinkt noch. Ah, das kann ich. Gibt hier noch was Interessantes und schnell? Nö. Hier eine Steckkarte. Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Okay, aber die Rätsel hier in der komischen Hölle lösen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.